Zuerst wird der Lack mit einem Schleifstein P800 angeschliffen, um einen optimalen Haftgrund für die Reparatur zu erhalten. Die angeschliffene Fläche wird gründlich mit Controller gereinigt. Die angemischte Farbe wird mit Compound A und Compound B aktiviert. Die Farbe wird mit einem Gummirakel in den Schaden hineingezogen. Das garantiert eine gleichmäßige Schichtstärke. Die überschüssige Farbe wird mit Controller gründlich entfernt. Die Richtung des Gummirakels ändert sich bei jedem Auftragen. Das Ergebnis ist, dass die Farbe sich gleichmäßig an alle Ränder verteilt. Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Farbaufträgen liegt bei einer Objekttemperatur von ca. 20 Grad bei 5 Minuten. Der Farbauftrag sollte mit einer Lupe kontrolliert werden. Jetzt ist es genau zu sehen, ob die Farbe überall gleichmäßig gedeckt hat. Gegebenenfalls kann ich die Richtung des Gummirakels anpassen. Die UV-Lampe wird in der Nähe des Schaden positioniert. Auf dem Papier kontrolliere ich den gleichmäßigen Durchfluss des UV-Codes und dessen Konsistenz und den sich daraus ergebenden Druck auf den Touchpen. Beim Auftragen des UV-Top-Codes achte ich darauf, die Schadenränder gleichmäßig zu füllen. Es sollte immer mit einem leichten Materialüberstand gearbeitet werden. Die Trocknung des UV-Top-Codes beträgt mit der UV-Lampe mindestens 25 Minuten. Um den Lack beim Hobeln nicht zu beschädigen, wird der angrenzende Lack mit Tape ausreichend geschützt. Das Ziel ist es, den ungleichmäßigen Überstand des UV-Codes auf eine gleichmäßige Ebene zu bringen, damit der Schleifstein effektiver arbeiten kann und nicht so schnell verschleißt. Der Mörker Lackhobel hat eine grobe Oberfläche, die wie eine kleine Feile aussieht. Das ist hilfreich, um den UV-Code effektiv und schnell zu schleifen. Der Hobel wird gleichmäßig über den UV-Code geführt. Das Ziel ist es, eine gleichmäßig plane Fläche zu erhalten. Berührt der Hobel gleichmäßig das Tape, hören Sie mit dem Abtragen auf. Auf der plan geschliffenen UV-Codefläche kann der Schleifstein mit der Körnung P800 jetzt gut arbeiten. Mit ausreichend Wasser benetzt wird der Schleifstein über die verbleibenden Lackerhebungen geführt. Achten Sie beim Schleifen darauf, mit dem Schleifstein versetzt zu schleifen, um den Schliff in der Fläche zu verteilen. Das verhindert das Einschleifen von Wellen im Klarlack. Kontrollieren Sie immer wieder die Höhe des Abtrags. Bedenken Sie, dass im Anschluss noch einige Schleifgänge erfolgen müssen, um die Körnung zu verfeinern. Thank you.
Für den finalen Schliff benutzen wir einen Schleifstein P1500. Mit diesem Schleifgang wird das Schleifbild optimal verfeinert. Der Handschliff wird jetzt mit dem Schleifpapier Tolex P1500 und einem Exzenterschleifer verfeinert. Achten Sie beim Schleifen darauf, dass alle Schleifkratzer des Schleifsteins optisch ein exzentrisches Schleifbild haben. Die Schleifkörnung wird mit Tolex P2000 und P3000 erhöht. Achten Sie beim Schleifen unbedingt darauf, den vorhergehenden Schliff immer in den folgenden Schliff einzubinden. Zum Polieren wird die Politur S3 benutzt, mit einem weichen Polierteller, dazu einen gewaffelten Polierschwamm. Der Druck der Poliermaschine und des Schleifmittels sollte den UV-Code nicht aus der Reparaturstelle lösen. Polieren Sie mit wenig Drehzahl, sodass möglichst wenig Wärme entsteht. Der gewaffelte Schwamm führt die Temperatur optimal ab. Sollten noch Schleifdefekte zu sehen sein, wird die Politur direkt auf den sichtbaren Defekt positioniert. Kontrollieren Sie das Polierergebnis mit Controller, um noch vorhandene Defekte sichtbar zu machen. Der Kratzer ist nur unter bestimmten Blickwinkeln sichtbar. Unter normalen Lichtbedingungen ist die Instandsetzung nur noch mit Vorwissen sichtbar. Jetzt ein wichtiger Hinweis: Üben Sie nicht an Ihrem Auto. Üben Sie den kompletten Reparaturprozess an einem Übungsteil. So können Sie Ihren Arbeitsprozess optimieren und stellen Prozesssicherheit her. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit maximale Erfolge. Das verwendete Material verlinke ich in der Videobeschreibung.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an praxisorientierten Schulungen aus den Bereichen Smart Repair und Oberflächeninstandsetzung sowie einen schnellen und effektiven Know-how-Transfer. Wir schulen Sie wahlweise bei uns im Unternehmen oder auch direkt bei Ihnen vor Ort. Auf unserer Webseite finden Sie alle Schulungsangebote mit Preisen. Füllen Sie einfach unsere Schulungsanfrage aus und sichern Sie sich das Carwise Smart Repair Know-how.